Hallo, mein Name ist Sabine und in diesem Video nehmen wir mal wieder das Laubblatt etwas genauer unter die Lupe. Und zwar möchte ich dir den Bau des Chloroplasten näher bringen. Wenn du schon einmal eine mikroskopische Zeichnung angefertigt hast, wird dir dieses Symbol nicht unbekannt sein. Was es damit auf sich hat, weißt du nach dem Sehen dieses Films. Doch zunächst einmal Fakten, Fakten, Fakten. Chloroplasten kommen nur in pflanzlichen Zellen vor. Der Farbstoff Chlorophyll gibt ihnen ein grünes Aussehen. Weitere Farbstoffe sind die Carotinoide, die gelb, orange und rot sein können. Die Größe der Chloroplasten schwankt zwischen 2 und 8 Mikrometern. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com